Alessandro, diese Woche widmen wir uns einem polarisierenden Thema, ja, dem bedingungslosen Grundeinkommen, das ja auf vielen Ebenen die Meinung spaltet. Genau, und deswegen hat die Redaktion der Zukunft sich an der Stelle ins Thema eingearbeitet und wir konnten sehr, sehr auch renommierte Expertinnen dafür gewinnen. Zum Beispiel die Barbara Breinsack schreibt für das bedingungslose Grundeinkommen, lange Institutsvorstand der Politologie in Wien. Der Helmo Pape, der sich sehr engagiert hat und mitverantwortlich war dafür, dass der Nationalrat 2020 nach einem erfolgreichen Volksbegehren das BGE zum Thema machen musste, ist auch dabei. Und wir haben viele Positionen zusammenstellen können. Vielleicht darf ich zusammenfassen, gerade im Umfeld einer sozialistischen Partei, einer sozialdemokratischen Partei, ist natürlich wichtig, dass das nicht neoliberal zum Knacksen der öffentlichen Eigentümer eingesetzt wird. Der Gedanke ist aber, dass Gleichheit für uns seit jeher wichtig war und ich das historisch nicht ewig aufschieben kann. Aber ich kann doch sagen, Gleichheit heißt auch sozioökonomische Gleichheit. Und das heißt materielle Demokratie, dass das also auch ankommt im Geldbörsel der Menschen oder im Eiskasten. Und daher haben wir gedacht, okay, es wäre jetzt einmal Zeit, das zur Diskussion zu stellen. Mhm. Und nur noch einmal, ne, die sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Absicherungen sollten und so auch viele unserer Autorinnen, die durchaus kritisch sind, ja, auch, es gibt viele kritische Argumente, nicht angerührt werden. Das ist genau die Achse, ja, ne, dass du sozusagen von der liberalen Seite her mit der individuellen Ausstattung mit Startkapital oder Humankapital natürlich gleichzeitig die Sozialfonds erledigen willst. Ja. Das ist eine spannende Frage, oder? Weil wenn man von so einem Grundeinkommen spricht, das ist ja ein schöner Überbegriff, aber in der Sache spaltet es dann doch oft. Dann ist man sich eigentlich, genau, wo setzt man an, wo hört man auf? Gibt's da, kannst du uns da vielleicht ein, zwei Positionen verraten, die im Heft vorkommen? Also präsentiert werden mehrere, ich habe es gerade erwähnt. Mhm. Die eine wäre sozusagen eine Marktradikale, in der du sagst, okay, jede Familie kriegt auch mit drei Kindern platt gleich, ne, 1000 Euro, sagen wir als Hausnummer, ja, pro Monat, klingt für einen Familienvater nicht schlecht, dann kann er sagen, okay, ich habe drei Kinder. Das ist aber sozusagen genau nur die rein liberale oder neoliberale Perspektive, in der sozusagen die öffentlichen Regulative der Märkte genau dadurch ausgeschaltet werden sollen. Jetzt gab es aber auch schon mehrere Experimente, die wir auch diskutieren. Und nochmal, die Beiträgerinnen sind durchaus nicht unkritisch. Das heißt, es geht nur darum, das mal durchzuspielen und zu sagen, okay, was wäre die Möglichkeit einer Grundsicherung im Sinne der Ideale auch der Sozialdemokratie, wenn es darum geht, Gleichheit herzustellen und die Grundbedürfnisse zu decken. Mhm. Und diese Diskussion finde ich einfach wichtig, weil es viele Leute gibt, die sich da interessieren und die ganze Ausgabe der Zukunft ist eigentlich nichts anderes als eine Orientierungshilfe, auch wenn man dagegen ist. Also das ist eigentlich, super wichtig eigentlich für sehr viele Menschen, die sich mit dieser Idee beschäftigen. Du hast schon erwähnt, es gab Experimente in Finnland, soweit ich weiß. Die Ergebnisse werden diskutiert in der Ausgabe? Werden auch diskutiert, genau. Also es sind ja mehrere Beiträgerinnen, es werden bestimmte Modelle vorgestellt und auch durchgespielt. Und gleichzeitig, wie ich es gerade gesagt habe, wird immer wieder darauf verwiesen. Ne? Das muss man sich anschauen. Es gibt ja kaum empirische Basis. Eben, weil ein Experiment bleibt ein Experiment. Ja? Und der Kollege Wobruber hat einen Beitrag geschrieben, in dem er sagt, wir haben eigentlich noch gar keine empirische Basis. Mhm. Das heißt, ich könnte dann eigentlich erst wirklich darüber reden, wann es umgesetzt ist. Also solche Momente spielen da eine Rolle, aber wie gesagt, ich denke, dass es ein Spektrum an Argumenten bietet, die Diskussion befördern können. Und mir gefällt auch, dass der Michael Ertl von der AK durchaus kritisch, aber nicht prinzipiell dagegen argumentiert. Mhm. Aber der Konsens aller Beiträge, würde ich sagen, ist, es darf nicht eingesetzt werden zur Deregulation der öffentlichen Eigentümer und des Sozial- und Wohlfahrtsstaats. Und genau da wittern ja viele Gegner zu Recht, ne, dass das ein Einfallstor wäre für eine neoliberale Politik, um es in unserer Terminologie zu sagen. Mhm. Nur umgekehrt muss man auch sagen, na, die liberale Demokratie ist jetzt nicht das Schlimmste auf Erden. Ne? Ja. Und wenn ich sozusagen überhaupt kein Geld habe, war ja der Grundeinkommen für einen Randständigen, einen Obdachlosen oder so, eine Möglichkeit, sie zu fangen. Absolut. So dachten wir, dass es halt sinnvoll sein könnte, eine Ausgabe zum bedingungslosen Grundeinkommen. Super, da bin ich gespannt auf die neue Ausgabe der Zukunft und auf eine Diskussionsanleitung zu einem wirklich, wirklich brisanten und oft diskutierten Thema. Genau.